Hallo zusammen, heute geht's mal in die andere Richtung, nämlich wir fangen mit einem der fertigen Fotos an und gucken mal von hinten sozusagen aufgezwirbelt, wie wir zu dem Ergebnis kommen. Und erstmal geht's los hier am Computer mit dem rein theoretischen Endfoto und wir gucken einfach mal, was wir als Fotografen aus diesem fertigen Foto lesen können. Und wenn ich jetzt mal einfach das Foto angucke und ich möchte hier jetzt an dieser Stelle nichts wegnehmen oder vorwegnehmen, was nachher im Video dann erzählt wird und gezeigt wird. Ich möchte einfach mal so ein bisschen den Verstand und das Auge schulen und schärfen. Wenn wir also das Foto angucken und sagen, wie ist denn das gemacht, dann komme ich so ein bisschen in Straucheln. Denn wenn ich versuche, das Foto zu analysieren, dann wäre unter anderem, ich will jetzt hier nicht ins Foto malen, sondern wir gehen mal hier auf eine neue Ebene, dann wäre hier ein sehr heller Himmel. Wir haben hier, das wäre also mal Nummer 1, wir haben hier direkte Sonneneinstrahlung, das wäre Nummer 2. Wir sehen aber gleichzeitig, dass wir hier einen riesigen Schattenbereich haben. Das heißt, wir haben einen hellen Himmel, der aber immer noch Zeichnung enthält. Wir haben direkte Sonneneinstrahlung und trotzdem noch Zeichnung in diesen Bereichen zum Beispiel oder viel besser zu sehen hier. Ich kann da euch mal ranzoomen. Und ihr seht es hier ganz deutlich. Wir haben hier noch im unterschiedlichen Bereich, hier hell und hier dunkel, haben wir immer noch Zeichnung im schwarzen Anzug bei einer sehr harten natürlichen, ja, schätzungsweise die Sonne als Lichtquelle. Und dazu kommt noch dieser ganze Bereich hier unten, der uns irgendwie komisch vorkommt. Denn wenn ich jetzt mal das Geschripsel hier wegmacht, dann sehe ich, dass es eigentlich wunderbar einheitlich ausgeleuchtet ist, aber ich weiß aus meinen fotografischen Kenntnissen und aus meiner Erfahrung heraus, dass der sonnenbestrahlte Bereich eigentlich viel, 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 viel und viel zu hell sein müsste, um einen schwarzen Anzug im kompletten Schatten auch noch zu sozusagen Textur erscheinen zu lassen für eine Digitalkamera. Der Dynamikumfang, der müsste eigentlich viel zu groß sein. Und darum geht es genau in diesem Video jetzt. Wir werden uns kümmern um die Thematik, wie man denn oder dass man mit kleinen Änderungen ganz große Wirkungen erzeugen kann. Wenn wir auf das Foto gucken, dann sehen wir ganz einfach, dass wir uns nicht wirklich erklären können, warum die Seite hier so hell ist und die Seite müsste doch eigentlich viel dunkler sein, ist sie aber nicht und trotzdem erkennen wir keine zweite große Lichtquelle. Ich könnte jetzt hier nicht sagen, woher dieses Licht kommt und das gilt es jetzt zu klären. Wie kriegen wir das hin? Wir wollen hier so ein bisschen Szenerien fotografieren gerade. Er hat Bacardi-Flasche in der Hand, Kippe und ist so ein bisschen also gelockert hier die Krawatte. Sie ist ein bisschen arrogant im Hintergrund stehend. Auch die Sonne geht hier gerade unter. Wir fotografieren in den wunderschönen Sonnenuntergang, also seitlich vom wunderschönen Sonnenuntergang hinein in den blauen Himmel, in den verlaufenden Himmel. Und was jetzt hier die Sache ist, wir haben ein weißes Brautkleid und einen schwarzen Anzug. Und das ist natürlich so wieder so ein Kernproblem, das man aus der Hochzeitsfotografie kennt, auch wenn wir die Bilder etwas anders jetzt gestalten, ein bisschen vielleicht kreativer. Entschuldigung nochmal. Ist es eine Sache, die aus der Hochzeitsfotografie sehr oft angewendet wird. Wir haben den dunklen Anzug, der hier ganz dezent mit der weißen Seite aufgehellt wird. Die Sonne kommt genau von hinter euch, scheint hier drauf und reflektiert ganz dezent zurück. Und warum ist denn das so wichtig? Tja, Problem ist der Dynamikumfang der Kameras, der digitalen Kameras, der modernen Digitalkameras ist so beschränkt, ja, im Vergleich zu unserem Auge, dass wir bei so einem extremen harten Licht am Horizont alle Teile, die im Schatten sind, eigentlich gar nicht mehr sehen würden und wir hier tendenziell sogar noch unterbelichten müssen, um das Brautkleid und den Horizont und den Himmel noch wirklich ins Foto zu holen. Das heißt, wir müssen unterbelichten und haben jemanden mit dem schwarzen Anzug, der von einer punktuellen Lichtquelle ganz, ganz, ganz hart getroffen wird. Damit wir dieses Dynamikumfangproblem lösen, ja, machen wir diese Aufhellung mit der weißen Seite. Und da werden sich die meisten Leute fragen, halt mal, weiße Seite habe ich fast noch nie eingesetzt. Das ist ja ganz komisch. Wir setzen ganz oft die weiße Seite ein. Gerade deswegen, weil sie dezent arbeitet und weil das wenig Änderung ist. Aber diese wenig Änderung, die, wie wir hier in dem Beispiel zeigen, die ist sehr ausschlaggebend, wenn wir an den Grenzen des Dynamikumfangs arbeiten. Das heißt, eine halbe Blende oder eine Blende mehr Licht hilft uns, die schwarz oder sehr dunklen Stellen auf dem Anzug
einfach so ein bisschen zu shiften ins Hellere. Und dieses kleine bisschen shiften, ja, das ist genug, um nachher in der Nachbearbeitung noch den eigentlichen Spielraum zu eröffnen. Denn wir arbeiten ja in der Fotografie immer kontrasterhöhend. Wir haben ein Foto, was als RAW aus der Kamera kommt, und unser menschliches Auge möchte immer kontrastreiche, scharfe und knackige Fotos haben. Das heißt, wir machen eine Gradationskurve als S-Kurve, ja, verstärken Tiefen und Lichter, oder wir machen so den Kontrasterhöhung oder die Tonwertkorrektur. Alles, was wir machen eigentlich, ist Kontrast verstärken, denn das findet das menschliche Auge toll. Und diese Kontrastverstärkung, die schneidet uns eigentlich gerade diese Enden ab. Und wenn wir jetzt den Schwarz haben, den schwarzen Anzug, der in diesen Enden sich befindet, und wir schneiden das weg, dann ist es absolut rettungslos unterbelichtet. Und dieser Einsatz der kleinen Seite, der weichen Seite, ja, der weißen Seite, der macht diesen kleinen, aber feinen Unterschied in der Nachbearbeitung. Das heißt, das sehen wir kaum mit dem menschlichen Auge. Wir haben so eine leichte Aufhellung, aber für die Kamera ist es nämlich am Grenzbereich, und dann ist es plötzlich wieder richtig, richtig, richtig wichtig. Alle Fotos haben die gleiche kontrastverstärkende Nachbearbeitung, und ihr seht ganz deutlich, dass mit und ohne, ja, weiße Reflektorseite, das ist einfach wahnsinnig. Das andere Option wäre noch wirklich ganz, ganz, ganz aufwendig irgendwie zu maskieren und sonst was zu machen, aber das ist einfach nicht wirklich zeiteffizient. Ja, ich wünsche noch viel Spaß und hoffentlich allseits tolle Bilder. Ich danke mal Raoul, aber die sind ja gerade beim Arbeiten, und Susanne, und Marc macht die coolen Fotos. Tschüsschen. Bye, bye.